die Geschenke verpackt für die beiden Geschwister. Das waren die letzten dieses Jahr, die ich verpacken musste. So, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eladum zu einem neuen Zadlock mit dem Zwergenfürst. Es ist wieder hier ein Mordsschatten von rechts. Ja, ich stelle mich hier wieder vor das Scheißteil hier, damit man es nicht sieht. Ist halt wirklich kacke, das Teil hier. Ist, ja, der Schrank, wunderschön, aber was ist das? Ja, heute soll es aber nicht um das hier gehen, sondern um das. Da habe ich in den letzten Wochen schon ordentlich etwas aufgestellt. Aus der Loot-Chest vor allem und auch so ein bisschen was, was von mir kommt, was mir auch so ein bisschen wichtig ist, kann man sagen, und halt irgendwie zu mir gehört. Da werde ich heute mal ein bisschen drauf eingehen. Ich glaube, ich habe da noch nie wirklich richtig was dazu gesagt. Ich habe in letzter Zeit so ein paar Videos gemacht, zum Beispiel Adventskalender-Türchen, in denen ich davor stand und davor etwas gemacht habe, aber so richtig darauf eingegangen bin ich noch nicht. Daher, ich würde mal sagen, machen wir das vielleicht mal und ja, los geht's einfach mal. Unten nach oben an, da wäre hier meine Pokémon-Sammlung, meine Pokémon-Editionen-Sammlung mit Pokémon Diamant, Pokémon Platin, Pokémon Hard Gold, Pokémon Weiße Edition, ein Pokéball aus Stoff. Ja, das ist ein Pikachu, der sich auch in einen Pokéball verwandeln kann. Jetzt sieht man so mein Gesicht halb drauf, was so ist. Ich hoffe, das bleibt nicht so. Hier haben wir Pokémon Y, Pokémon Omega Rubin, Pokémon Sonne und Pokémon Ultramond. Das habe ich, glaube ich, im 24. Adventskalender natürlich schon mal aufgezählt. Deshalb, ja, jetzt hier nochmal aufgezählt. Da hier so ein paar Lego-Brettspiele. Davon habe ich eins im Adventskalender gespielt, ich glaube am 23. Das liegt hier sogar noch oben drauf, das Brettspiel. Sogar noch mit aktuellem Spielstand und Würfel. Ja, davon habe ich hier auch noch Harry Potter, Lego und Ramses Pyramid. Das sind ganz tolle Sachen, kann man mal machen. Das reimt sich, deshalb stimmt's. Also, ja, wundervolle Sache, solche Lego-Spiele. Und da habe ich noch meinen alten DS Lite drauf. Ich hole den mal vor. Hier, der ist ziemlich beklebt und muss ich auch in die Kamera halten. Und ja, aber das war so mein erster DS, meine erste Konsole, auf der ich Spiele gespielt habe. Sieht schon sehr abgeranzt und alt aus, aber ja. Steht halt hier als Relikt im Regal. So, was haben wir hier links und rechts daneben? Links vor allem ein kleines Schildchen. Dreharbeiten bitte nicht stören. Das habe ich da ja vor Jahren mal benutzt, ich glaube. Ach Quatsch, vor Jahren. Was sage ich hier? 2016 habe ich das benutzt, als ich angefangen habe mit YouTube. Da habe ich das noch draußen vor die Tür gehängt, damit die wissen, dass ich YouTube mache. Aber ja, das weiß man, glaube ich, mittlerweile. Ich rede nicht ganz so leise, dass man es nicht durch die Tür hören würde. Und darunter haben wir hier Kristalle züchten, rote Kristalle selbst machen. Das habe ich 2016 in einem Adventskalender-Türchen gemacht. Steht da immer noch, das wurde nicht weggeschmissen. Kann man vielleicht mal irgendwann mal wegschmeißen, das wäre klug. Hier haben wir ein Playmobil-Spiel-Tresor. Ja, so schön. Hier eine Abhülle von meiner Armbanduhr und dahinter so ein paar kleine Spiele, so Kinderspiele. Und hier haben wir, glaube ich, was ganz Gutes. Da muss man rausholen. Ich glaube, ich weiß, was da drin ist. Erstmal ein bisschen Staub. Und da sind solche Anstecker drin. Schaut euch das an. Das ist doch edelst. Ja. Das gehört, glaube ich, immer noch meinem Vater. Das habe ich mir halt irgendwie mal hier reingestellt. Das durfte ich mir mal reinstellen. Ja, eine geile Sache. Das sind halt so, zeig's nochmal, das sind halt solche Pins hier. Kannst die halt rausnehmen hier. Ein Gryffindor-Pin. Na, krieg's raus. Das ist halt so ein Pin, kannst du dir anstecken, kannst du an die Brust stecken und sagen, Gryffindor.
Ja. Immer rein damit. Ich muss aufpassen, dass die Sachen immer in der Kamera sind hier. Dass die nicht hier unterhalb des Bildschirms sind. Dann sieht man es nämlich nicht. Das ist kacke. Kommt vor. Sollte nicht passieren. So. Und das jetzt wieder darin stellen. Und ja. Rechts daneben sind noch so ein paar Lego-Sets. Und ja, das deutsche Grundgesetz. Auch gut, das mal im Schrank zu haben. Ein kleiner Taschenbuchausgabe. Und was ist hier noch für ein Krimskrams? Ach, das ist die Hülle für meine Facecam, für meine Webcam, die ich wohl ja kaum benutze. Sehr selten. So die Verpackung von der Webcam. Was da drunter ist, ist eigentlich jetzt hier relativ unwichtig. Was unterhalb der Sache ist, da liegt nur Schrott drin. Ja, kommen wir zum oberen Regal hier. Da haben wir auf der rechten Seite quasi so persönliche Sachen, die so mich so ein bisschen beschreiben. Und links auf der Seite so ein bisschen Loot-Chest-Zeugs. Das Beste aus den Loot-Chests, die halt so irgendwie da rausgekommen sind aus der Loot-Chest, die ich da geerntet habe. Noch ein bisschen so Zeug links und rechts liegt daneben so ein bisschen hier. Da drüben am anderen Ende meines Zimmers habe ich noch ein Figürchen und hier unterm Regal liegt noch was. Sind halt hier nur die schönsten Sachen ausgestellt und das ein oder andere habe ich auch verlost im Rahmen der Loot Chest. Hier in der Mitte ein Loot Chest Magazin, das ist das letzte, aktuellste Loot Chest Heftchen von der letzten Loot Chest vom Dezember. Die T-Shirts liegen hier natürlich nicht aus, die sind im T-Shirt-Schrank. Ein Klamottenschrank. Und ja, dann fange ich glaube ich mal von rechts nach links an, weil rechts ist halt so meine persönliche Sache und persönlichen Gegenstände, mehr oder weniger persönlich, aber halt so meine schönen Sachen. Da haben wir hier ganz rechts, wer kennt ihn noch, den Kaffeebecher, der war mal früher mein Maskottchen, den habe ich mal so gestaltet. Der, wie hieß der nochmal, Sir Georg? Der hat dann halt so ein Gesicht gekriegt und war halt so für eine Weile mein Maskottchen. Ich glaube für 2 Monate war der mein Maskottchen und dann habe ich den einfach verwühlt. Jetzt steht er hier in Ehren gehalten als, in Ruhestand gegangenes Maskottchen. So, da ist hier gleich was umgefallen, das kann ich gleich mal zeigen. Das ist hier die Hülle von den DuckTales, eine Kassette. Da sind nicht die DuckTales drin, aber da ist irgendwas anderes drin. Da ist eine andere Kassette drin. Die habe ich, glaube ich, verloren. Und das ist hier eine andere Kassette. Trio Kunterbunt Marzipan beim Fahrradfahren. So ungefähr. Das sind halt 2 Kassetten, die ich halt hier hingestellt habe aus meiner Kindheit. Die letzten 2 Kassetten, die übrig geblieben sind. Und hier haben wir natürlich ja den obligatorischen Fidget Spinner. Ja. Und ja, jetzt hier nochmal die ägyptische Göttin, die schwarze Katze, weiß nicht wie sie heißt. Wir waren da mal mit der Schule in so einem ägyptischen Museum in Berlin. Ne, ägyptisch war es nicht, aber so ein kulturhistorisches Museum. Und diese Katze fand ich ganz reizend und ja, ich bin ein großer Fan von Katzen und ja, sieht sehr königlich, sehr fürstlich aus, diese Katze und ja, kann man da hinstellen. Ist ein schöner Staubfänger. Hier ein Wasserstoffmolekül. Und mein großes, gigantisches, ich muss mal gucken, ob ich das rauskriege hier. Ja, ich krieg's raus. Mein Koffeinmolekül. Ja, das habe ich mal bei der langen Nacht der Wissenschaft in Magdeburg gebastelt. Ja, finde ich auch sehr faszinierend hier, dass man halt sieht, dass ein Wassermolekül, also wirklich das Leitungswasser, was du aus der Leitung bekommst, so sieht das aus in Molekülform. Und das ist ein Koffeinmolekül. Das, so sieht Kaffee aus. Also ich will mal nur sagen, Kaffee ist, also Moleküle sind so winzigst kleine Teile, also das ist eine übergroß dargestellte Sache. Das ist halt ein Molekül hat, schlag mich tot, ist nicht mal ein Zentimeter groß, also ein Zentimeter wäre schon mega groß, das sind halt so
winziger als Bakterien. Das ist also so ganz, 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 ganz winzig klein. Und ja, das gibt's halt irgendwie Milliarden Mal im Wasser oder sowas. In jedem Tropfen Wasser sind irgendwie 1000 Stück davon oder sowas. Weiß ich halt nicht. Und halt im Kaffee halt jedes Mal so ein großes Molekül. Du weißt da, was du trinkst. Hier ist natürlich mein Maskottchen, hier mein treues Maskottchen, Batman. So. Preach nicht wirklich, aber ist mein Maskottchen. Die steht natürlich auch hier vertreten. Hier gerade zum aktuellen Anlass habe ich mal kurz vor Weihnachten geschenkt bekommen. Die Streichholzkrippe hier. Die kann man so schön einklappen, das ist so in diesem Streichholz drin. Streichholzschächtelchen. Kann man das rausholen, dann ist das so wundertoll. Ich finde das einfach nice. Ich fand das das beste Geschenk schon jetzt, was ich zu Weihnachten gekriegt habe. Ist noch nicht Weihnachten, aber das weiß ich jetzt schon, dass das beste Geschenk ist. Einfach süß. So ein kleines Geschenkchen hier. Stelle ich dann mal so dahinter, damit man sieht. Davor steht The Lord of the Rings. Was da drin ist, ich pack's mal aus hier. Na, was wohl? Da ist ein Ring drin. Nicht nur ein Ring, sondern der Ring. Ein Ring, sie alle zu knechten, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Natürlich habe ich auch den einen Ring hier bei mir rumliegen. Ja. Den bringe ich definitiv nicht nach Mordor. Der bleibt schon bei mir. Mein Schatz. Und ja, der wird nicht ins Feuer geworfen. Da haben wir hier ganz hinten, habe ich fast vergessen, ein Plakat, das ist so aufgerollt worden, damit ich es halt nicht hinten dranhänge. Das ist, glaube ich, ein Batman-Plakat. Ja, irgendwann werde ich es da auch drauf aufhängen. Aber erstmal will ich es daneben stellen, weil ich habe mir auch erhofft, eigentlich von Wutschtest noch ein zweites Themenplakat zu kriegen, was ich da hinpacken kann. Auf der linken Seite hängt schon ein Batman-Poster. Da erhoffe ich mir eigentlich noch ein zweites Themenplakat in einer zukünftigen Loot-Chest. Ja, und dann sind wir hier rechts eigentlich schon fast fertig. Hier ist, nein, erstmal hinten die Endzones. Das kann man, glaube ich, gut erkennen. Die aktuellsten Endzones, die stapel ich dann hintereinander. Das wird dann immer aufgeschoben und dann kommt dann immer das Neue dazu. Das ist jetzt hier, glaube ich, noch aus 2016. Ja, das könnte dann hier, da steht es 12, ja, Dezember 2016, September 2017, 11., 12. und 1. Ja, das sind halt so ein bisschen, ja, das heißt die Ausgabe für den 1. Januar schon quasi jetzt schon, so für den, nein, Quatsch, für den Januar. Deshalb halt hier schon mal da in der Mitte hier gleich mein Pikachu als Kuscheltier, das nehme ich da jetzt nicht vor. Das ist da sicher verlagert. Das ist ein haltendes Gegenständchen, ein Gegenstand. Also wenn ich das Pikachu jetzt wegziehen würde, würde das alles in sich zusammenbrechen. Also schon so aufgebaut, dass das Pikachu da ein haltender Gegenstand ist. Hier im Vordergrund haben wir einen Zauberstab von Elbenwald. Elbenwald fertigt so Charakterzauberstäbe von den Harry Potter Charakteren her. Das ist der Zauberstab von, na, könnt ihr es erraten? Von wem ist das der Zauberstab? Ich zeig's mal ganz nah in die Kamera. Kannst du ja gleich auflösen. Ist alle aus Cold Case gemacht. Das ist so ein metallisches bis Plastik Produkt, womit man irgendwie so ein bisschen scheinbar was gießen kann und angefärbt, also das Schwarze ist ja alles gefärbt, das Cold Case ist irgendwie so goldig silbern irgendwie, da drin ist halt so ein bisschen wohl irgendwie so ein Plastikersatz, ja, liegt ganz schön in der Hand, ist halt wirklich ein Nachbau von dem Stab, den jetzt kommt Severus Snape in Harry Potter in der Hand hatte. Ja, hier wunderschön mit Schmuck und so weiter. Liegt etwas schwer an der Hand, aber ja, zaubert sich sehr schön damit. Ja, schade, dass ich
Nun, ja, es tut mir leid, dass du, tut mir weh, das zu sagen, ein Muggel bin und leider nicht nach Hogwarts gekommen bin, aber ja, so muss es sein. Dafür habe ich Snapes Zauberstab geklaut und ja, der liegt jetzt hier bei mir verwahrt und ja, Snape ist sowieso tot, also Spoiler, er stirbt in Teil 7. So, ja, der liegt jetzt hier so schön ausgestellt. Ich habe auch noch einen anderen Zauberstab, der Zauberstab von Luna Lovegood, aber der sieht nicht ganz so hübsch aus wie der von Snape, würde ich sagen, zumindest, also für mich sieht er nicht ganz so schön aus. Der liegt hier unten. Direkt neben meinem Diabolo stehen. Ja, das ist halt der Stab von Luna. Müssen wir den jetzt auspacken? Ja, ich packe ihn mal ganz schnell aus hier, damit ihr es auch mal sehen könnt. So sieht das aus. Das ist so ein bisschen eine billigere Variante. Das ist, gibt es halt zwei Versionen von die Charakter-Edition und die andere Edition, die Grindelwald-Edition. Das ist halt der Stab von Luna. Ja, auch nice, aber sieht halt in meinen Augen nicht ganz so schön aus. Ja, das halt mit den Bändern ist halt viel ausstellungswürdiger. So, das jetzt hier wieder rauskriegen. So. Na dann, ja, haben wir hier in der Mitte eine Star Wars Tannenbaumkugel. Ich hole sie mal vor. Kann man so schön einen Tannenbaum hängen. Glitzert ein bisschen. Ist halt so ein bisschen Glitzer dran, das krümelt ganz schön. Die habe ich hier in der Mitte platziert. Ja, die habe ich in der Loot Chest für den Dezember bekommen. Die Weihnachtsmütze ist von mir, die habe ich dazugelegt. Die stammt aus keiner Loot Chest. Da haben wir das Super Mario Puzzle. Es ist ein Puzzle, ist noch nicht ausgepackt, ist noch in seiner eingepackten Form. Auch Loot Chest Dezember. In der Loot Chest vom November, nein, Oktober war das. In der Oktober Loot Chest hatten wir diesen Umbrella. Den habe ich hier, glaube ich, schon mal gezeigt. Den habe ich sogar hingelegt hier im Video. Ist halt wirklich so, wie es hier aussieht, so wie es auf dem Symbol von Umbrella Corporation gezeigt ist, als Regenschirm auch wirklich. Guckt in die Lutschtest vom Oktober, ja, ich glaube, das ist Oktober, dann könnt ihr sehen, wie es sich dort aussieht. Links davon haben wir das aus der Lutschtest vom Dezember, den Göffel vom Doctor Who. Da war, das ist irgendwie dieser Doctor Who leider noch nicht geguckt, aber es hat hier so ein Göffel. Und ja, sieht auch sehr schön aus. Ist aber ein bisschen instabil, also ein bisschen schlecht produziert, aber naja, als Ausstellungsstück war das jetzt ganz praktisch. Ja, dann hier wieder richtig reinstellen. Ja, das not, ich rück's notfalls nachher nochmal zurecht, wenn es hier nicht passt. Und so, da haben wir den Göffel hier hingestellt. Und da haben wir hier die Verpackung von Dr. Who, die habe ich irgendwie dahinter gestellt, damit man es auch sieht. Das Dr. Who-Symbol, die Sonic Spork heißt wohl auf Englisch, also der Göffel heißt wohl auf Englisch Sonic Spork. Hier ist mein einziges und einsames, ach jetzt ist das wieder umgekippt, mein einziges und einsames Amiibo von, wie heißt er, Chibi Robo Ziplash. Ich räume das nachher auf hier, damit es auch wieder gut aussieht. Hier die Batman-Tasse. Ist so ein bisschen eine schwere Thermobecher-Kanne-Dingens mit so einem Gummibezug drauf. Kann man halt sich Kaffee reinfüllen und mitnehmen. Unterwegs. Für unterwegs, dass man was zu trinken hat. Auch sehr praktisch. Staubt bei mir hier ein. Habe ich noch nie mitgenommen. Wenn ich die Sache natürlich benutze, dann kommen sie hier weg. Im Hintergrund das The Legend of Zelda Kissen, das Dreieckskissen. Ich glaube, so ziemlich in der ersten Loot-Chest. Ja, das war in der ersten Loot-Chest. Das ziehe ich dann jetzt nicht hinter raus, das wird zu umständlich. Da in der Ecke hier seht ihr, wie sich Ronald Weasley versteckt hinter der Batman
Tasse hinter der Best Batman Aufbewahrungsdingens, Kaffee-Dingens, ihr wisst, was ich meine. Ich habe es ja beschrieben, was man damit macht. Und zwei Comics. Das eine, das linke Comic, ist das Justice League Comic. Ich hoffe, man kann es richtig sehen, richtig erkennen. Aus der Loot Chest. Das war kostenlos in der Loot Chest. Und das Batman Detective Comic habe ich mir selbst mal gekauft am Bahnhof. Da habe ich mal Langeweile gehabt. Musste ich eine Stunde auf den Zug warten. Da habe ich mir das Comicheft durchgelesen. Ja, da hinten sieht man noch so ein bisschen versteckt das gezeichnete Sonic the Hedgehog Artstyle-Dingens und einen Loot-Chest-Aufkleber. Der Loot-Chest-Aufkleber war in der Box vom Dezember und der Sonic-Zeichnungsteil, glaube ich, in der allerersten Loot-Chest, wenn mich nicht alles irrt. Und da oben noch das Batman. Teil ist das Batman-Poster. Ja, sieht auch alles ganz gut aus. Und in der Mitte eine Dartscheibe. Die Dartpfeile, die liegen hier nicht mehr in der Nähe, weil da bin ich immer drauf getreten während der Aufnahme und das tat immer fürchterlich weh. Da musste ich immer aufpassen, nicht zu schreien. Und deshalb, ja, habe ich die immer irgendwo anders hin platziert, die Dartpfeile. Weil das war nicht so ganz angenehm, wenn da so ein Dartpfeil, ja, nicht stecken, aber doch irgendwie am Fuß hast. Und ja, ihr seht, die Dartscheibe ist schon irgendwie ordentlich zerlöchert. Die hat auch eine andere Seite. Kann man auch noch mit bunt machen. Das ist dann so ein bisschen anders. Da habe ich noch nicht so viel rumgestochert. Die ist noch nicht ganz so zerlöchert. Da habe ich lieber so mit der anderen Seite gemacht. Das ist halt einfacher. Da musst du die Punkte einfach nur auszählen. Auf der anderen Seite musst du halt wirklich rechnen. Und ich bin nicht so sehr gut im Rechnen. Ja, ich würde mal sagen, das war es so jetzt von dem Erklärvideo dazu. Sozusagen, ich habe euch jetzt mal alles so gezeigt, was hier auf dem Schrank einstaubt. Das ist halt so mein kleines Notes-Nirvana hier, auch auf der zweiten Ebene und halt hier oben drüber. Das unten drunter will ich euch gar nicht zeigen. Das ist auch irgendwie so ein bisschen, ja, bin ich nicht sehr stolz drauf. Das ist alles so ein bisschen verkramt. Sind teilweise auch noch Schulsachen drunter. So ein bisschen, ja, Aktenordner und so ein bisschen das ganze, der ganze Krams, als diese Verträge und sonst was in Ordnern und so weiter. Und sehr unordentlich und sehr zerwühlt. Muss man nicht zeigen, muss man nicht in die Kamera halten. Unnötig. Ja, ich würde mal sagen, Däumchen nach oben, sollte euch dieses Video gefallen haben, wo ich ein bisschen über das hier alles geredet habe. Lasst doch ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und das nächste Video nicht verpassen wollt. Ich habe eine angenehm fürstliche Zeit. Ab dem 26. bin ich dann in Winterpause. Da seht ihr mich dann eher weniger auf diesem Kanal. Da kommt dann nur noch sehr selten oder ab und zu mal ein Video, wenn ich halt Bock drauf habe und Zeit habe. Aber ich feiere Weihnachten mit der Familie und gönne mir so ein bisschen Urlaub und genieße den Urlaub so privat und so privat wie möglich. Und ja, lass mich lügen, 14. Februar, das wäre ein bisschen zu lang, 14. Januar sehen wir uns wieder, da geht es dann wieder los, dass die Winterpause dann vorbei. Und ja, bis dahin. Morgen kommt noch ein paar Videos. Es steht schon im Uploadplan. Am 25. kommt noch ein Weihnachtsspecial und dann geht das alles ganz langsam zur Winterpause hin. Und dann, ja, für heute erstmal gehabt euch wohl bis morgen. Morgen kommt noch was Schönes. Ja, haut drinne. Ciao, ciao. Thank you.